Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Pulsar ist unser Gast mal wieder, aber hat uns auch was Tolles mitgebracht, das neue XG50. Das neue XG50 von Pulsar ist ja der neue Stern am Himmel der Wärmebildgeräte, die man einmal als Beobachtungsgerät und einmal als Vorsatzgerät verwenden kann, ob auf einem Spektiv oder auf einem ZF. Man kann das einfach vor eine Optik bauen, adaptieren und hat dann die Möglichkeit, das darüber zu nutzen, oder man kann direkt durchschauen. Naja, nicht direkt, aber das zeige ich dann nachher nochmal. Da man aber immer so das Problem hat, wenn man jetzt nur diese Daten vorliest, was ich gleich noch mache, aber da kann man es nicht so festmachen, weil es sind einfach nur Zahlen und am besten ist ein Vergleich. Und deswegen habe ich einen alten Bekannten mitgebracht, das gute Helion XP38. Jetzt kann man natürlich sagen, da vergleicht man ja Äpfel mit Birnen, denn das XP38 ist ein reines Beobachtungsgerät. Also ich kann damit nur durchschauen und die Gegend absuchen nach Wärmequellen. Im Gegensatz, das XG50 ein Beobachtungsgerät ist mit einer Lupe, die ich aufsetzen kann, und ich kann sie auch als Vorsatzgerät nehmen. Aber von der Technik innen, da sind sie doch recht ähnlich. Und ich denke, dass einige von euch vielleicht mal durch ein XP38 geschaut haben oder vielleicht sogar selbst eins besitzen, also sehr genau wissen, was dieses Gerät denn eigentlich leistet oder halt auch nicht. Und deswegen kann man die beiden schon technisch miteinander vergleichen. Beide Geräte haben eine Auflösung von 640x480 Bildpunkten auf ihrem Mikrobolometer. Hat das Helion noch eine Pixelgröße und einen Pixelabstand von 17 Mikrometer, ist das Krypton schon mit einem 12 Mikrometer Bolometer ausgestattet. Also einen kleineren Abstand zwischen den einzelnen Pixeln und eine kleinere Pixelgröße. Die Temperaturauflösung ist bei beiden bei 50 Millikelvin im sehr guten Bereich. Die Temperaturauflösung stellt dar, wie viel Minimaltemperaturunterschiede dargestellt werden können. Aber sieht man das auch wirklich? Links das Krypton, rechts das Helion. Und man sieht, dass die Temperaturen etwas genauer aufgelöst sind beim Krypton. Man sieht an den Kleidern der Leute wirklich die einzelnen Bereiche der Hose, wo es ein bisschen wärmer oder kälter ist. Weiter ist das Bild beim Helion, weil es ja nur eine 38 mm Brennweite hat. Und jetzt schauen wir uns mal wild an. Rechts kommt uns das Stück genau entgegen. Natürlich leuchtet hier der Kopf etwas mehr. Und wir hatten Glück und das Reh kam wirklich bis auf 20 Meter an uns heran. Und jetzt kann man sehr gut sehen, dass das Krypton mit der feinen Temperaturauflösung selbst den Körper und die Körperform richtig auflöst. Und es ist nicht nur ein heller Fleck irgendwo vor einem dunklen Hintergrund. Das Ganze kommt hier in einer solchen schönen Tasche. Die ist ein bisschen gepolstert und da haben wir alles drin, was wir dafür brauchen. Schauen wir mal rein. Also natürlich das XG50, schöne große Optik vorne drauf, Lichtstärke 1,2. Hier oben sind unsere Bedienelemente, da kommen wir gleich zu. Auf der Geräte linke Seite ist so ein Deckel, den kann man hier dearretieren. Da kommt die Batterie drauf, der Akku. Und hier unten drunter ist der Anschluss, aber ich kann hierüber auch die Daten überspielen. Also die Bilder, die ich aufgenommen habe, die Filme, die ich aufgenommen habe, auf den Rechner überspielen. Des Weiteren habe ich hier eine solche Lupe. Und diese Lupe, die kann ich hier, mache ich hinten den Deckel ab, kann ich hier hinten direkt draufstecken, die aus diesem Gerät ein Dual-Use-Gerät macht. Also ein Gerät, das ich einmal rein als Beobachtungsgerät verwenden kann, so wie es sich jeder in Deutschland kaufen kann, und mit Umbau, also mit einer Möglichkeit der Montage an einer Waffe, ist es dann ja für den Normalsterblichen nicht mehr erlaubt, sondern nur noch für Leute, die einen Jagdschein besitzen, einen gültigen Jagdschein besitzen. Es ist eine Möglichkeit durchzuschauen, aber von der Qualität her ist es nicht zu vergleichen mit einem XP38 oder XP50. Kommen wir nun endlich zu dem, auf das ihr die ganze Zeit gewartet habt. Wie kriege ich das XG50 auf meine Waffe? Jedenfalls für die, die einen gültigen Jagdschein haben. Für alle anderen wäre das in Deutschland illegal. Was brauche ich dafür? Ich brauche einen Adapter.
PSP Ringadapter nennt sich das Ganze. Kommt hier von Pulsar, gibt es in drei verschiedenen Größen. Es gibt den in 42, 50 und 56. Entsprechend dem Durchmesser des eigenen ZFs habe ich einen 42er, dann nehme ich den 42er, der hat dann solche Einsatzringe. Und bei diesen Einsatzringen kann ich dann beim 42er zwischen 47 und 50 mm Außendurchmesser, beim 56er zwischen 60 und 65 mm habe ich diese Ringe. Bei dem Helia von Kales brauche ich hier einen 62er und damit kann ich dann diesen Adapter, mache ich den mal auf, kann ich den hier drüber stülpen und mittels des Hebels festziehen. Hat man die richtige Größe für sein ZF gefunden, also von diesen Einsatzringen, sollte man die vielleicht mit dem doppelseitigen Klebeband in dem PSP fixieren, damit es einfach nicht rausfällt. Wenn man es nachts raufschiebt auf das ZF, damit das nicht einfach verloren geht. Auf der Vorderseite des PSP-Adapter habe ich hier einen Ring mit einem Gewinde. Dieser Ring hier ist oben und unten festgemacht und ist aber, sagen wir mal, seitlich drehbar. Das ist dafür, dass ich anschließend mein XG50 seitlich ausrichten kann, um es dementsprechend so anzupassen, dass ich hier ein optimales Bild habe. Jetzt würde man sagen, Moment mal, ich habe doch hier vorne kein normales optisches Teil, das ich einfach zur Durchsicht nehmen kann, sondern ich habe hier im Prinzip eine digitale Kamera, die mir auf dem Display das Bild zeigt. Ja, das habe ich, aber das Besondere daran ist, dass das XG50 keine Vergrößerung hat. Also 1:1 das Bild durchgegeben wird. Und somit ist es egal, wo das hinschaut, der Treffpunkt meines Zielfernrohrs und somit des gesamten Systems verändert sich nicht. Hätte das XG50 eine Vergrößerung, ob digital oder optisch, dann müsste es auf diese Vergrößerung angepasst werden, dass dann der Strahlengang wieder parallel oder identisch mit dem Zielfernrohr ist. Das nennt sich Kollimieren. Da das Gerät es aber nicht hat, also keine Vergrößerung hat, braucht es auch nicht kollimiert zu werden. Ich schraube das hier vorne auf. Dazu sollten diese beiden Schrauben aber gelöst sein, weil sonst dieser Ring halt nicht mehr drüber passt. Denn der Ring wird, sobald ich diese beiden hier anziehe, wird dieser Ring auch etwas gequetscht. Der ist also auch geschlitzt und wird dann zugequetscht und ist dann dementsprechend hält das Ganze. Und das jetzt zu montieren, mache ich das ein bisschen anders. Ich nehme meinen ZF von der Waffe runter, setze das hier drauf. Das mache ich jetzt nur zum Einrichten. Also das würde ich natürlich dann nicht machen, wenn ich ins Revier gehe, dass ich dann meinen ZF runter mache. Obwohl, bei einer guten Montage ist es überhaupt kein Problem. Dann richte ich das aus, dass einfach mal so die Türme in eine Richtung zeigen. Also dass es so richtig montiert ist. Und dann mache ich das mal fest. Das mache ich dann logischerweise dann mit diesem Verschlusshebel. Aber den habe ich jetzt so weit aufgedreht, damit ich es etwas einfacher drüber bekomme. Und wenn ich jetzt durchschaue, dann sehe ich schon das Bild und kann es hier noch seitlich anpassen. Wenn ich das richtig ausgerichtet habe auf mein ZF, dann werden diese beiden Schrauben, also diese beiden Schrauben hier nochmal angezogen. Solange der Adapter hier auf dem Pulsar drauf bleibt, kann ich die Schrauben auch angezogen lassen. Will ich den aber runterschrauben, dann muss ich diese Schrauben wieder lösen. Damit verliere ich dann auch meine Ausrichtung wieder. Das ist kein großes Ding. Natürlich hat man jetzt ein bisschen mehr Gewicht auf der Waffe. Das Ganze verlagert sich natürlich ein bisschen nach vorne. Aber es ist immer noch eine recht führige Angelegenheit. Auf der Nachtjagd muss ich nicht nur mein Gewehr blind beherrschen können, sondern auch natürlich meine Nachtsichttechnik. Und da ist es wichtig, dass man sich mit diesen ganzen Knöpfen hier oben ein bisschen vertraut macht. Im Prinzip braucht man eigentlich nur zwei in der Nacht. Das ist einmal hier der vordere Knopf, der Ein- und Ausschalter und der Schalter, der auch das Kalibrieren durchführt. Drücke ich länger als 2 Sekunden drauf, geht er in Standby.
Also nicht das Gerät, sondern der Monitor. Das ist auch ganz gut so, weil er spart nämlich dann Akku. Da komme ich also locker durch eine Ansitznacht durch. Der weitere interessante Bereich ist hier vorne dieser Drehring. Das ist nämlich die Schärfeeinstellung. Ja, wir müssen bei einem Gerät mit einer so großen Blendenöffnung einfach auch unsere Schärfe einstellen. Das sollte ich machen, sobald ich im Revier bin und weiß, ich werde eine Entfernung von 30, 40, 50 Metern oder 100 Meter absuchen, dann sollte ich hier vorne meine Schärfe einstellen. Und das sind auch die Knöpfe, die ich wissen muss. Der Knopf hier von hinten aus gesehen, der rechte, der schaltet noch die Kamera ein und aus. Da hätte ich mir aber gewünscht, genau wie bei den Helion-Geräten, dass die Anzeige, dass gerade eine Aufnahme läuft, auch permanent durchläuft. Das ist hier nicht der Fall. Er zeigt die ersten Sekunden an, ich nehme auf und dann verschwindet diese Anzeige. Und wenn ich das jetzt vergesse auszumachen, dann nimmt er mir die ganze Zeit meinen Film auf. Doch jetzt geht's erstmal auf den Schießstand. Hier ein schönes Bild des Kryptons bei der Arbeit. Es wird nämlich auch ein bisschen warm. Natürlich haben wir die ersten drei Schuss nicht mit dem Krypton gemacht, sondern nur mit dem normalen ZF. Der Unterschuss ist der typische kalte Laufschuss. Die anderen beiden oben drüber sind ganz in Ordnung. Es ist Matchmunition und nicht die normale Jagdmunition, die mit dem Gewehr eingeschossen ist. Deswegen die leichte Ablage nach oben. Und das ist der Blick durch das Zielfernrohr und dem Krypton. Das Ziel vorne, was man da leuchten sieht, das ist ein Wärmepflaster aus der Apotheke. Kein ABC-Pflaster, das mit der Haut reagiert und da Wärme erzeugt, sondern das selbst Wärme abgibt. Hier sieht man diese kleinen Päckchen, die da eingearbeitet sind, sind 5 cm breit und das ist das Schussergebnis auf 108 Meter. Das hat eine leichte Ablage nach links. Hier nochmal die Schüsse ohne dem Krypton. Und das zeigt aber mit einem Streukreis von 3,2 cm, dass man damit sehr gut arbeiten kann. Man darf nicht vergessen, dass man ja nicht groß hineinzoomt, sondern man zoomt mit dem Zielfernrohr vielleicht ein bisschen auf den Monitor des Krypton. Aber man kommt ja nicht wirklich an das Ziel näher ran durch eine Vergrößerung. Und dafür ist es eigentlich schon sehr gut. Zusammengefasst kann man sagen, dass XG50 ist ein Top-Gerät in der heutigen Zeit. Es hat sich extrem beschleunigt, die Entwicklung gerade dieser Wärmebildtechnik. War vor 10 Jahren sowas, selbst für den Behörden- oder Militäreinsatz in der Größe gar nicht verfügbar, ist es heute sogar für den Zivilmarkt verfügbar. Einziger Kritikpunkt, den ich an dem Gerät sehen würde, ist, dass ich keine Möglichkeit habe, und ich mache jetzt gerade nochmal ab, ich habe keine Möglichkeit, das Gerät außer mit diesem Adapter auf der Waffe zu montieren. Also ich hätte mir gewünscht, dass hier unten eine Möglichkeit besteht, über eine Schiene, Picadini-Schiene, was auch immer, das vor die Waffe zu montieren. Als Jäger habe ich in der Regel kein Gewehr, das hier vorne eine Auflage hat. Also das ist eher sowas für, ja, im sportlichen Bereich, für den militärischen Bereich, für den Scharfschützen. Da wird nämlich genau eigentlich dieser Knackpunkt umgangen, dass ich per Adapter hier 614 Gramm vorne dranhänge an einen ZF und das ist einfach dafür gar nicht gebaut. Kein ZF ist dafür gebaut, auch wenn es stabil ist. Es ist nicht dafür gebaut, dass hier über diese Hebelkräfte dieses Teil da vorne dranhängt. Ich sehe es aber mit darum so, dass die Jäger, für die das ja auch eigentlich gedacht ist und auch erlaubt ist, dass die ein paar Schuss damit machen, also keine Hunderte oder Tausende von Schuss damit machen. Und für die ist es wichtig, dass sie halt an ihre Waffen das relativ schnell und einfach adaptieren können. Und das kann man wirklich zugute halten, obwohl wir am Anfang dachten, das ist so eine gaglige, nicht wirklich sichere Geschichte, hat uns diese Montage doch recht überrascht, wie gut sie funktioniert. Und auch, dass ich hier über diese beiden Schrauben lösen, einstellen, ich mein Bildausschnitt sehr gut hier einstellen kann. Noch dazu gesagt, der PSP-Adapter ist nicht mit dem Lieferumfang dabei, den müsst ihr extra dazu kaufen. Es gibt vielleicht auch noch andere Firmen, die demnächst andere oder ähnliche Adapter anbieten, die vielleicht ein bisschen anders gestaltet sind, aber diese interessante Geschichte, dass man es ausrichten kann, ist sicherlich ein Novum. Habt ihr noch Fragen dazu? Schreibt es unten in die Kommentare. Habt ihr Anregungen dazu? Oder vielleicht nutzt ihr selbst ein Wärmebild- oder Nachtsichttechnik zum Jagen? Lasst es uns wissen. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, dann schreibt sie unten rein. Wenn es euch gefallen hat, diese Review,
dann lasst ein Like da, vielleicht sogar ein Abo und dann aber auch die Glocke, damit ihr über weitere Videos von uns informiert werdet. In diesem Sinne, Weidmannsheil.